So, herzlich willkommen zurück zu NF Matchmap. Heute am Donnerstag um 9 Uhr. Ja, wir haben noch viel zu tun aktuell. Müssen noch ein paar Bäume dran glauben. Wie sieht es bei den anderen aus? Macht ihr Hackschnitzel? Moin, 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 moin. Moin. Ja, wir moin. Machen gerade Moin. Hackschnitzel. Bauhof würde auch Hackschnitzel kaufen. Aber die größte Ordnung ist gerade mal ausreichend für unsere Pelletsfabrik, ja? Also ganz ruhig. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Hackschnitzel zu verkaufen. An Selbstabholer. Nicht versendet. Abholung bevorzugt. Ja, das ist jetzt Thema, aber gegen Höchstbiet nennen. Das wird, ich biete 1 Euro. Pro 1000? Pro Schnitzel. Nee, für alles. Wie viele Liter sind's denn? Weiß ich nicht, kann ich nicht gucken, keine Zeit. Keine Zeit? Nicht viel, auf jeden Fall. Ich biete 1 Euro und 1 Cent. Ich biete 5 Euro. Das zeigt ihr mir, wie er das überweist. Nein, Steigerung hier. Ja. Würde ja dem Handel nach gleich kommen. Also hier, und Handeln ist ja verboten. Also nee. Fixpreis. Ja, Versteigerung. Zum höchstmöglichen aktuellen Kurs. Jeder gibt einen Preis direkt via Nachricht im Discord ab. Und der Höchstbietende kriegt dann einen Zuschlag. So, hier brauchen wir eine Durchfahrhalle. Dann sieht das auch schön aus. Bist du schon im Anhänger unterwegs zum Hopfen? Ja. Okay. Ja, ich bin schon weg. Ich war noch gerade am Durchtappen. Kann so. Nicht mal gerade einer abtanken? Nee. Wenn ich den innerhalb behalten darf? Was heißt ein Hackschnitzel? Nee. Also, 25.000 Hackschnitzel beim Tischler. Moment, ich mach noch die Bahnferien, hol ich ein. Micha? 80.000, insgesamt 80.000 Liter Hackschnitzel. Zu wenig. So. Wie Liter habt ihr? 80.000. Ich dachte, wir holen damit 4 Autos Hackschnitzel. Solche Kleinigkeiten fahren wir noch. Wenn du Standard-LKW nimmst mit 20.000, geht das. Ja, ja. Wenn der Herr 2000 Liter Dünger bestellen in der Mitte. Könnt ihr bitte liefern? Hab ich dich jetzt erschreckt? 2000 Liter bitte. Hab ich dich jetzt erschreckt? Rücke es eh zu. Ja, passt ins Handschuhfach. Ich hab gesagt, für so wenig Menge fahren sie nicht los. Dann würde ich 2000 Liter Dünger bestellen und bitte um Lieferung. 10 Minuten später bestellen wir dann 2000 Liter Pflanzenschutz. Bitte. Mit 100k. Kostet dann aber extra wegen Mindermenge. Ja. Schweine. Futter. Ja, ist auch wieder Mobbing auf einem anderen Niveau hier, Gerd. Also unter 40% sind Mindermenge, gell? 40% Micha wovon? Handy. Gibt keine Ladung. Ja, Mini-Anhänger. Wie viel Kapazität hat der Kleinsachen? 6.500, ne? Oder? Ja, dann müssen wir doch vielleicht. Nein, der Kleinste hat, glaube ich, 3.000, 4.000. Oh. Passt. 3.500 oder 4.000, irgendwie sowas. War das nicht die Schaufel Deine mit Fliege. 50? Danny. Was machen wir auf die 28? Schaffen wir es noch? Ja, 2.000 haben wir noch. Micha, hast Schaufel? Du? Lippige A-Rübenschnitte, ja. Okay, da hatte Gerd Erfahrung mit Zuckerrüben. Nein! Nochmal Gerste. Oh, warte mal, haben die blöden. Ernten. Kennt er sich aus? Also noch zu futtern. Gerd, der Zuckerrüben-Profi. Der ist gerade die Urlaubs- und Krankheitsvertretung für den Thorsten. Ja, mach mal Hafer bitte, mach mal Hafer. Ich glaube, einmal Hafer brauchen wir, glaube ich, noch. Benni, suchst du den LKW? Nee, ich bin schon unterwegs. Ich fahr bloß immer irgendwie an den Ausfahrten vorbei. Hey, 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 hey. Jenny, ich mach schon mal die erste Düngestufe auf die 14. Ja, genau. Oh, Hayrun hat noch ein paar Mal den gekauft, Team Hayrun. Was?
Ihr habt weniger Geld. Kurz mal, ihr noch über 7 Millionen. Jetzt habt ihr weniger als 7 Millionen. Was da? Ja, den hat einer geklaut. Wir haben nichts gekauft. Wir haben nichts gekauft, was wir gekauft haben. Aber ihr habt doch 5 Millionen Fahrzeuge. Muss ja, ihr also 5 hattet ihr 7 Millionen, das weiß ich. Und jetzt habt ihr weniger als 7 Millionen. Also irgendwas habt ihr gekauft. Vielleicht beim Bauhof was? Nö, also im Steam ja, aber nicht vorhin. Das weiß ich nicht. Ich meine, das, ich weiß nicht wann, aber ich weiß nur das. Ja, ich habe noch zwei vorhin, Alex. Noch Samstag. Jetzt noch ein Fahrzeug investieren. Wir haben keine Fahrzeuge gekauft. So, Rohstoffe wahrscheinlich. Nein. Was habt ihr denn gemacht? Ein Gebäude? Nein, wir haben nichts gekauft. Gebühren? Die Steuer war fällig. Ja, genau. Auf schuldenfrei wart ihr ja eigentlich dann. Also am heutigen Ingame-Tag haben wir gekauft Bretterpaletten, das ist richtig, für 100 und... Ja. Insgesamt habt ihr 145.000. 145.000 und 75.000 habe ich an Jenny bezahlt und 150.000 habe ich Ernteeinnahme. Jetzt sehe ich hier, dass ihr 5,7 Millionen auf dem Konto habt. Und jetzt gucke ich gerade rauf und ich sehe, ihr habt irgendwie 6,88 Millionen. Fühlt weniger als 7. Was auch immer. Wenn du es unbedingt wissen willst, guck dir doch den Stream an. Das stimmt. Genau. Und die Folge vom Dienstag nicht zu vergessen. Er hat jetzt auch schon erzählt, dass er irgendwie 100.000 ausgegeben hat. Hey, wir können wieder Kredit aufnehmen, Alex. Also wir haben, wenn ich in die Finanzen reingucke, haben wir 1,4 Millionen plus gemacht heute. Okay, haben wir plus gemacht. Heute? Heute. Wenig. Wir haben Rekord, 2,44 Millionen. Wow! Wir haben minus 450.000. Ich glaube, das war unser bester Tag bisher mit zwei. Wir hatten auch die 375.000 Preisgeld noch. Die haben gut was reingebracht da. Plus 650. Ja gut, das waren halt auch die Pferde. Ja, wir haben beim letzten Mal, also diese Woche gar nichts. Aber das war das Größte, war ja letzte Woche. Der Ingame-Tag läuft ja auch schon länger. Das war ja auch viel in der letzten Woche schon. Dann sind wir gestartet, 16 Uhr oder so. 15 Uhr. Mein Ingame-Tag um 11 Uhr. 11 Uhr noch was. 11:30 Uhr. Also um halb 12 ungefähr. Das ist heute Stream und ja. Folgen. Ja, heute war ja lange auf Null, ne? Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Scharf ist ja egal. Also bei der Haupten? Nee, ich bin auf Tiere rübergekommen. Micha, jetzt hat mein Drescher auch Probleme. Das könnte aber beim Drescher liegen. Weil jetzt auch mal will er nicht mehr dreschen. Ja, das sind die Drescher, die spacken ab und zu. Und meiner läuft noch super. Ja, meiner auch. Da hat jetzt nur das Schneidwerk vorhin rumgespackt, kurz. Oder rumgeschwommen. Ich hab die, haben ja die Mod. Das sind die Drescher. Die New Holland, oder? Ja. Ja, den habe ich ja auch. In der kleinen die Ausführung. Rum, also. Ja, wir haben auf dem Wochenspielstand auch Probleme ab und zu. Aber selten. Alex? Ja? Wenn du fertig bist, jetzt müssen wir noch das Vermehrungsgras, die Samen, zu den Hühnern fahren. Jo. Der als nächstes Zeit hat. Ja. Micha? Ja? Du hast gelesen?
anscheinend. Wie, Micha kann lesen? Boah. Und seit wann? Böse. Ach ja, er weiß, wie ich. Ich geb mir Mühe. Oder müssen wir klatschen? Er war stets bemüht beim Lesen. Ab heute darf man auch sagen, er hat nicht nur den Nagel auf den Kopf getroffen. Nein. Ja, das ist wohl richtig. Er hat den Bohrer versenkt. Also, was hat denn die beiden für Spezialpreise? Das war eben Gerd, hast du gesehen? Was, wo? Große Nachfrage bei Raiffeisen, ich sehe aber gar nicht, was sie für eine große Nachfrage haben. Mais. Ein kaum Körnermais. Okay, danke. Ich hab's vorhin schon gesehen. Sojabohnen. Sonnenblumen. Haben wir nicht. So. Matze, hab immerhin Glück im Unglück. Es hätte schlimmer sein können. Ja, und vor allem, ich hätte ja die ersten Teile, wo ich brauchte, hätte auch nicht auf Lager haben können. Das wäre noch schlimmer. Oh je. Yeah. Mit dem Loch in der Wand. Nicht nur Loch in der Wand, kein Strom im Zimmer. Oh, du hast ja, richtig gut, getroffen. Im Zimmer geht ja noch, im Haus wäre schlimmer. Im Schlafzimmer ohne Strom ist scheiße. Ach du. Micha, das Loch sah auch eher aus, als wenn du ein Meißel benutzt hättest und ein Sechser Bohrer. Ich hab direkt getroffen. Ach, schön. Ich glaube, Schlafzimmer wäre bei uns aber auch der Raum, wo es am wenigsten interessant ist, ob da Strom ist oder nicht. Bei mir nicht. Alles andere wäre. Was denn? Die meiste Zeit, wenn man in dem Raum ist, ist alles aus. Ja, deswegen, da ist am wenigsten ein Problem. Büro, Arbeit, Wohnzimmer, Küche, das wäre alles. Das wäre alles viel schlimmer. Oh, mir steht ja im Schlafzimmer auch der PC ab. Und alles, ne? Da hatte ich ja schon das Elend freigelegt. Ich sag nur, im Dunkeln ist gut munkeln. Welcome to the Dark Room, oder wie war das? Hallo, das ist eine Donnerstagmorgen-Folge. Hallo, wir sind lieber Licht anmachen. Wir sind heutzutage abgeblüht. Hey, im Dunkeln kann man auch essen, das nennt man dann auch Dark Room, okay? Wenn man nur riecht und schmeckt, ist das Essen auch recht amüsant. Ah ja. Hast du es mal probiert? Mhm. So was Komisches? Ja. Auch, es gibt auch wirklich diese Restaurants, wo man irgendwie nichts sieht und genau da sein Essen kriegt. Also ich habe sowas noch nicht versucht. Ich auch nicht. Das reicht schon, wenn du zu Hause mal alles dunkel machst, wenn du dann vor dir sitzt und isst oder bei Freunden. Eine Freundin hat das gemacht, die hat bei sich dann alles abgedunkelt und da hat sie dann quasi hingestellt mit einer Glocke drüber und Licht ausgemacht, als alle gesessen sind, mit der Hand auf der Glocke und dann ging's los. Das Essen weggekrabbelt und das. Nein. Dschungel. Wir sind hier nicht beim Dschungel. Moment, vor allem ist ja Licht. Du hast immer Licht dabei. Ja, ich habe immer Licht dabei, genau. Du Taschenlampe. Du hast jetzt beruhigende Lüftergeräusche dann beim Schlafen, oder? Doch, das geht eigentlich. Die sind gar nicht so krass laut. Naja, das ist, weil die auch freiliegend hat, oder hattest du frei, nicht? Oder? Ja, aber auch der PC selbst, also keiner von den Grafikkarten dreht über 50%, eher so 30 bis 40. Ja, dann sind die das nicht wollte ich laufen. Eigentlich noch stellen, Leute. Wisst ihr das noch? Nichts von. Rindfehl. Nee, aber jetzt wegen dem Übertakt, beziehungsweise wenn du die Untertakt oder halt nur den Speichertakt irgendwie änderst, erzielen die sogar teilweise noch bessere Mining-Ergebnisse. Ja, das ist wieder so eine Wissenschaft für sich und das leider auch nicht pauschal, sondern auch noch wieder je Grafikkartentyp, ne?
Ne, ich habe jetzt von Nicehash, die haben so eine Tabelle angelegt, also zum Beispiel 2080 Super RX 5700. Ich habe das genau nach den Werten eingestellt, was sie da reingeschrieben haben, und also bei mir sind die, ist das Ergebnis deutlich, oder was heißt deutlich, ist auf jeden Fall besser geworden. Auch was den Stromverbrauch oder jetzt nur was die Produktion? Stromverbrauch habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ich war heute bei uns im der Einkaufsgroßmarkt, was weiß ich, die haben so Stromzähler für die Steckdose billig verramscht für 5 Euro das Stück. Da habe ich mir 2 Stück jetzt von bestellt, die wollte ich morgen, einen zwischen dem PC und einen zwischen dem anderen Netzteil machen. Mal gucken. Habe ich mir auch gleich mit bestellt, das ist auch schon da. Das dachte ich auch, juhu, das ist schön, dass das Strommessgerät schon da ist, aber die Festplatte nicht. Salazar, Zeit. Hat mich auch gleich interessiert. Aber man sieht es ja, wenn du 30 Cent eingibst im Nicehash. Ja, wenn du 30 Cent eingibst im Nicehash, das ist schon echt ein dicker Batzen, der da flöten geht. Ja, wenn du wirklich dann mit 30 Cent also wenn du wirklich 30 Cent Strom kaufen musst, ja. Dann ist es nachher so ein, von wegen so ein 50 Cent oder ein Euro am Tag. Mit einer 2080. Plus, aber das ist halt natürlich. Das ist nicht so viel. Herr Selex. Aber wir können uns gleich unseren Schlachter angucken, was der treibt. Aber er kann dann über Nacht also richtig schön Grafik laufen. Halt, der Heide bleibt immer noch mehr Rendite, als was du am Sparbuch kriegen würdest. Also beim Untertakten hast du ja auch nicht so das Problem, beim Übertakten ist ja nachher eher gefährlich. Aber es, also man kann ja mit dem Volt und mit dem Megahertz oder irgendwas, ne, regeln, mit dem MSI Afterburner oder was benutzt du da? Genau, den MSI Afterburner benutze ich, habe ich dafür auch genommen, und also der ist von sich aus, ist ja erst schon mal so eingestellt, dass du deine Karte damit nicht zerstören kannst. Ja, genau. Was wohl passiert ist, wenn du zu hoch taktest, dann kackt die ganze Karte halt ab, beziehungsweise dein PC stützt dann ab, dann musst du halt einmal neu starten, dann sind die Einstellungen, die du gemacht hast, eh wieder alle weg, und dann weißt du, okay, das war zu viel, nehme ich mal irgendwie 50 Megahertz weniger. Ich hoffe ja noch, dass ich im Internet auch passende Tabellen nachlesen kann oder finden kann, die für meinen Grafikkartentyp dann einigermaßen passen, weil das selber zu auszudeichseln und da noch wieder das ein bisschen rumzuschrauben und da rumzuschrauben, ja, genau. Da bist du echt lange mit beschäftigt, mit dem Spaß. Aber ich glaube, das muss man schon machen, damit es ein bisschen wirtschaftlicher wird. So. Ne? Deshalb bringt das Übertakten eigentlich gar nichts, weil man so da sieht meistens, so schon mal aus. Nicht mehr Rechenleistung gewinnt, als was man an Stromverbrauch zieht. Genau, du hast viel mehr Stromkosten raus, als was du an Rechenleistung gewinnst. Teilweise extreme Einstellungen, wo du wirklich, also ich hatte da ein Video zugesehen, der hatte die auch eine 2080 Super oder so, oder irgendwie so ein, auf jeden Fall auch ein bisschen was Besseres als was ich drin habe, 2080er Modell oder TI oder ich weiß nicht genau. Und der hatte, also die verbrauchte auf guter, auf Höchsteinstellung an die 250 Watt, und er hatte das nachher runtergestellt auf natürlich ein bisschen FPS einbringen, also weniger FPS, vielleicht, ich sag mal, 15% weniger FPS. Ja. Dafür hat die Karte aber auch 100 Watt weniger verbraucht. Ja. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Gerade wenn man das über eine lange Zeit laufen lässt und rechnet. Ja. Was für Karten hattest du dir jetzt geholt? Das waren auch die 580er, 2 Stück. Ja. Da muss ich auch genau gucken, welche genau das Modell. Und die 1060. Und noch eine 570, relativ günstig wahrscheinlich, wenn das dann kommt. Und dann hätte ich 4 Stück, also, und dann mal gucken. Ja. Also für die RX 580 8 GB, für die 5700er und für die 1060 hat Nicehash was rausgegeben an Werten, die ich halt auch bei meinen Karten eingestellt habe, und die waren recht präzise. Das wird ja wahrscheinlich jetzt auch immer mehr werden, weil die Leute fangen ja auch an, dass das, damit es wirtschaftlich ist in Deutschland, muss halt der Strompreis, der übertrieben krasse Strompreis in Deutschland EU-mäßig einfach ein bisschen kompensiert werden, und
das Ganze ausgetaktet werden soll. Einfach nur Power, Leistung, dass das. Nicht auf die Flasche. Bringt's nicht. Na, vor allen Dingen, aktuell ist ja auch der andere Kurs, dieser Ethereum-Kurs, der ist ja auch ungefähr bei 1000 Euro. Und das ist der Coin, den du hauptsächlich über NiceHash meinst. Ja, und auch da ist, wie gesagt, das muss immer dieses, muss irgendwo wirtschaftlich sein. Das heißt, du musst lieber nachher ein bisschen weniger produzieren, dafür vielleicht aber diese Absprache viel haben wir Strom noch. Sparen. Ja. Reicht es damit nicht, aber. Was nämlich auch gut ist, wenn jetzt dieser Ethereum-Kurs, sag ich mal, noch weiter steigt und der Bitcoin ungefähr gleich bleibt, kriegst du trotzdem mehr Geld, weil der Ethereum ja auch mehr wert ist dann. Ja, das kann, wie gesagt, das ist ein bisschen Spielerei auf jeden Fall. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Ich bin gespannt, wenn es tatsächlich mal eine erste Auszahlung kommen sollte. Aber krass war dieses Beispiel, was ich dir noch im Chat, was du dann auch ausgerechnet hattest, ne? Wo jemand irgendwie für 90.000 Euro Mining Rig, ja, also. 26.000 Watt brauchten die. 26.000 Watt, muss man überlegen. und aber 6.000 Mega-Hashes, was ich glaube, du hattest das eben in so einem Rechner eingegeben. Ja, in so einem Online-Rechner hatte ich das eingegeben. Ich glaube, 140.000 Jahreseinnahme zu 76.000 Euro Stromkosten pro Jahr. Nee. Die 76.000 sind übergeblieben nach Abzug von Strom. Also 70.000 Stromkosten oder irgendwelche solche Geschichten. Ja, sag ich mal, anderthalb Jahre hätte das Ding bezahlt gehabt fast. Ja, und danach kannst du davon leben, da bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Weil mit irgendwie 3.000 Euro im Monat kommst du im Norden. Ja, meine Lieben, die haben es jetzt ja auch geschafft. Wir sind am Aufhören, am Machen und am Tun. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig denn da, aber im Norden kommt das. Das sind die Tierheilungskosten für unsere Pferdchen, die wir hinkriegen. Aber bis dahin sind auch etliche Grafikkarten kaputt gegangen. Du brauchst ja eine Industriehalle, du brauchst ja eine ganz andere. Du brauchst erstmal den Anschluss dafür. Kannst ja nicht einfach so machen. Das musst du ja auch verteilen denn oder so. Und am besten Fall hast du dann eben noch eine PV-Anlage mit 30 kW, die dann tagsüber bei Sonne das komplett versorgt. Dann wird da auch ein Schuh draus. Aber 26.000 Watt, das ist schon krass. Was kann denn so ein normaler Stromkabelanschluss eigentlich? Was sind die Ausrüstung? Ich frage mich, wie groß der ist. Ja, also normales Strom, normales Hausstromkabel eigentlich, so diese Neubauten. Ja, normal kriegst du nur 35 Sicherungen. Du hast aber das Kabel liegen, so dass du auch 63 Versicherungen kriegen könntest, weil dein Zähler geht ja direkt Messung bis 80 Ampere oder ja, 63. Heißt, an Watt. Was kann so ein Stromkabel normalerweise an Watt ab? Pro Phase 35 Ampere. Das heißt, wie viel Watt? Keine Ahnung. 220 mal 35 mal 230 mal. Ja. Das heißt, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe von einigen Sachen Ahnung, davon aber nicht. Wie? Nicht mal Kopf rechnen? Nee. Feierabend. Das ist für mich wieder so ein Verhältnis zueinander steht. Also wie gesagt, 35, ich könnte das jetzt nochmal. Also 7700 Watt pro Phase. Okay, für normal. Ein Starkstrom ist dann 8000 Watt eigentlich. Ja, 8000 Watt. Und jetzt muss man, was waren das? 400? Was denn 400? Auf Starkstrom ausrechnen sind das 40.000. Starkstromhaus, also Starkstromkabel hat man doch normalerweise auch im Haus. Ja, dein Hausanschluss ist ja quasi Starkstrom. Bekommst ja drei Leiter und den Neutralleiter. Bitte, drei Phasen, 8.000 Watt. Ach so. Ja, ungefähr 25 kW kannst du ziehen. Und eben auch Kaffeemaschine auch nicht mehr anmachen, dann fliegt sie sich auch raus. Ja, was ist, wenn ich jetzt gleichzeitig noch einspeise, die irgendwie 8.000 oder 9.000 Watt, weil das geht ja auch über einen normalen Hausanschluss eben, ne? Das geht ja so. Nee, die speist ja dann nicht mehr ein, wenn du über 8.000 ziehst, speist du ja nicht mehr ein, dann verbrauchst du es doch gleich. Okay, dann brauche ich auch nur noch 17 Zukauf. So. Ja. Aber deine PV-Anlage hat auch Geld gekostet. Ja, aber die ist zahlt mittlerweile. Ich habe schon mehr verdient, als was sie gekostet hat. Und das sind 8 Jahre. Ja, die Jungs haben da recht. Ist Feierabend, ne? Genau. Also Feierabendbier so ungefähr. Ja gut, dann läuten wir den Feierabend, sag ich mal ein. Ich stehe auch gerade an der Brauerei. Passt ja. Nur noch ein paar Fässer auslagern oder irgendwas schnell. Ja. Gut, ja. Bitcoin-Diskussion wird uns wahrscheinlich noch
weiter begleiten. Da Fat Action ja sein Mining Week jetzt auch irgendwie die Woche aufbauen will. Und ja, vielleicht wissen wir ja am Samstag mehr, ob sich das Ganze lohnt. Von daher, bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.